Wie so oft, wenn man mit dem Auto nicht fährt, steht es einfach nur nutzlos herum. Immerhin fast 23 Stunden am Tag, laut dem ADAC. Viele Menschen nutzen ihr Auto nur gelegentlich, zum Beispiel um zur Arbeit zu fahren. Diese Tatsache nutzt das neue Berliner Start-up-Unternehmen Nachbarschaftsauto.de. Auf dieser Webseite können Autobesitzer die ungenutzte Zeit ihres Autos sinnvoll nutzen, indem sie ihr Auto einfach vermieten. Den Mietpreis können sie hierbei selber festlegen. Auch für die Versicherung ist gesorgt. Dank einer Zusatzversicherung in Höhe von 8,90 € je Miettag, welche der Mieter abschließen muss, bleibt die Kfz-Versicherung des Vermieters unberührt. Die Selbstbeteiligung beträgt hierbei 500 Euro. Daher sollte der Mieter dennoch lieber unfallfrei bleiben. Auf der Webseite des Anbieters findet ihr alle wichtigen Informationen zum Mieten und Vermieten eines Fahrzeugs. Für Berlin sind derzeit um die 20 Fahrzeuge registriert. Auf der Seite findet ihr Informationen zum Preis und auch in welcher Gegend gerade ein Fahrzeug verfügbar ist. Hierbei wird eine recht praktische Google Maps-Karte genutzt. Der Interessent kann dem jeweiligen Autovermieter einfach eine Kontaktanfrage schicken und enthält dann entsprechend eine Rückmeldung. Die Registrierung auf der Webseite ist kostenlos. Innerhalb der Testphase ist auch die Nutzung des Services kostenlos. Danach erhebt der Anbieter eine Gebühr von 1 bis 3 € je Vermietung zu Lasten des Vermieters. Selbstverständlich gibt es auch eine Facebook-Seite, auf der ihr euch weitere Informationen holen könnt.